Guten Morgen, ich befinde mich heute im Schwarzwald. Die Sonne geht gerade auf. Genau in diesem Augenblick kommt sie hinter den Wolken am Horizont hervor und man schaut hier über den Wildsee. Da unten kann man vielleicht so die Spiegelung erkennen. Ich hatte gehofft, dass hier ganz viele tiefe Nebelwolken auf mich warten. Ich habe mich länger auf diese Tour vorbereitet und in der Viewfinder-App, die ich für meine Tourvorbereitung benutze, da sah es so aus, als ob alles voll mit tiefen Nebelwolken sein würde, genau bis zu dieser Location hier am Wildseeblick. Und dahinter sollte nichts mehr sein. Jetzt habe ich aber nur auf der anderen Seite am Pass, von dem ich gestartet bin, aus so einen leichten Nebelschleier gehabt mit den Gebäuden und Lichtern dann im Nebel, die geleuchtet haben. Und der war dann aber auch schnell wieder verzogen. Und hier ist es nur so ein bisschen diesig. Ganz, ganz in der Ferne, da sehe ich dichten Nebel oder tiefe Nebelwolken. Und die sind so weit weg, da komme ich jetzt auf die Schnelle nicht mehr her. Also das ist jetzt ein bisschen enttäuschend für mich aus fotografischer Sicht, dass hier nur so ein bisschen Dunst ist. Ich hatte gehofft, dass da mehr Dunst entsteht bei Sonnenaufgang, aber die geht ja jetzt gerade schon auf. Und das ist nicht wahrscheinlich, dass hier noch Nebel entsteht. Also das wäre dann schon in den letzten 30 Minuten passiert. So lange habe ich jetzt hier schon gewartet, aber naja. Das Naturerlebnis ist soweit hier trotzdem fantastisch. Ich bin ja häufig in Regionen unterwegs, wo die Luft super ist, zum Beispiel im Solling oder im Harz. Aber hier, umgeben von so viel Wald auf 1000 Meter, da muss ich sagen, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Eine Spitzenluftqualität, also ein ganz toller Duft und die Stille hier. Man hört nur Naturgeräusche. Den Schwarzspecht habe ich schon da unten gehört und ganz viele andere Singvögel. Es gibt einige mittelhohe Wolken, die sich genau auf die Sonne zu bewegen, aber die haben sich eigentlich ganz gut aufgelöst. Viele sind es nicht. Und ich hoffe, dass jetzt hier vielleicht noch eine schöne Lichtstimmung entsteht. Trotzdem mit dem Dunst hier im Tal. Der Ausblick ist fantastisch und ich bin gespannt, was noch alles passiert. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Habe jetzt doch einige Fotos gemacht, mehr im Telebereich mit dem Teleobjektiv, aber auch mit dem Standard-Zoom-Objektiv. Und die Farben gefällen mir hier super gut im Vordergrund mit dem Farn. Und ja, da hinten dann der Dunst am Wilden See, hat sich dann doch ein bisschen mehr Dunst gebildet und die Sonne schön kräftig reingescheint. Jetzt wird sie von mittelhohen Wolken ein bisschen verdeckt, ist jetzt ein bisschen schwächer die Sonne. Aber alles in allem doch ganz nette Bilder, bin ich happy mit. Und jetzt werde ich hier, glaube ich, nochmal zum Wilden See hinabsteigen und da mal eine kleine Runde drehen und gucken, wie es da unten so aussieht.
Der Pfad hinab zum Waldsee ist märchenhaft schön. Trittsicherheit auf jeden Fall erforderlich, aber absolut lohnend. Und jetzt komme ich hier an so einer total urigen Fichte an. Das ist ja wirklich sensationell. Also so was Uriges und wunderschönes. Wow. Also das ist ja wirklich eine Fichte, die schon einiges mitgemacht hat. Die hat ein paar Jahre auf dem Buckel. Und hier steht schon die nächste. Die ist nicht ganz so alt. Jetzt haben wir hier unter den Baum hindurch, aber nicht weniger breit hier. Ja, super schöne Ecke hier. Also, ich bin schwer begeistert von der Natur hier. Das ist wirklich märchenhaft schön über Wurzel und Steine hinweg. Überall ganz viel Moos und Totholz. Das ist wirklich eine wilde Natur. So wie es ursprünglich ausgesehen haben könnte. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der wird sich vielleicht schon gedacht haben, dass ich jetzt versucht habe, Sonnenstrahlen zu erwischen. Es hatte sich nämlich im Tal am Wilden See noch jede Menge Dunst gebildet und die Sonne schien da schön rein. Deswegen bin ich dann schnell bergab gelaufen zum Wilden See. Aber da habe ich festgestellt, dass der Dunst doch weiter dahinter lag noch. Und ich hatte sogar auf dem Weg ein Rotkehlchen gesehen. Das war direkt neben mir und ist einfach nicht weggeflogen. Ich hatte auch das Teleobjektiv auf der Kamera und hätte es fotografieren können. Aber ich dachte mir, nein, lauf jetzt schnell weiter, versuch Sonnenstrahlen zu erwischen. Die gibt es nämlich nicht überall in dieser wunderschönen Natur. Rotkehlchen schon. Und dann sind aber hohe Wolken jetzt aufgezogen und ja, deswegen stehen die Chancen jetzt schlecht und normalerweise würde ich alles daran setzen, trotzdem zu versuchen, sie zu erwischen und würde den ganzen Tag hier durch den Wald laufen und den Moment abpassen, wo die Sonne dann doch durch die Wolken durchblitzt. Aber ich habe Termine noch heute, habe leider keine Zeit mehr, bin nur auf dem Sprung und habe hier mal kurz vorbeigeschaut und ich werde auf jeden Fall wieder hierher kommen. Also hundertprozentig. Ich bin so begeistert von dieser Region. Das ist ja alles Bannwald hier. Baden-Württembergs ältester Bannwald. Jetzt bin ich hier wieder oben auf dem Berg, aber auch weiter unten alles Bannwald. Lasst euch allerdings nicht täuschen von den Superlativen. Ältester Bannwald, das muss nichts heißen. Es kann ja sein, dass das schon vor Ewigkeiten als solcher, als Naturwaldreservat / Bannwald ausgewiesen wurde, dieser Bereich. Aber dass der Bestand, dass die Bäume an sich nicht so alt sind. Aber hier in diesem Fall der Hammer. Es gibt so viele schöne alte Fichten und Tannen. Also ich bin schwer begeistert. Das Highlight für mich heute, das waren diese alten Tannen, die ich auf dem Weg nach unten entdeckt habe.
Obwohl der See, der Blick über den See, der war auch fantastisch und über den ganzen Wald wunderschön. Und der See an sich, der war größer, als ich gedacht hätte und spiegelglatt. Und eine Stille war das da, eine Natur, einfach einmalig, wunderschön. Ja, ich bin wirklich im Rausch hier der Sinne. Wunderschön. Aber ich muss jetzt weiter. Das soll es gewesen sein für heute. Danke fürs Zuschauen. Was auch immer ihr tut, habt einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.